Ihr seht ein kleines Stick with me. Ich habe da jetzt nicht weiter gemacht. Ich hatte keine Zeit, denn ich arbeite wieder. Und ja. Irgendwo. Ich schenke irgendwo. Ah ja. Jetzt müsste es passen. Jo. Aber ich werde jetzt wieder in nächster Zeit wieder mehr Zeit haben. Denn ich werde wieder in Kurzarbeit gehen. Wann das alles mal ein Ende hat, keine Ahnung. Ich denke, bis spätestens Ende des Jahres, weil es der Staat dann nicht mehr bezahlt. Und dann kriegen wir Stundenreduzierungen. Das ist schon angekündigt. Ich habe es euch ja letztes Mal schon erzählt. Aber inzwischen bin ich der Meinung, lieber so, als gekündigt werden. Weil ich hier in der Region gibt es bei uns auch eine Bosch. Und da werden 700 Stellen gestrichen. Also es ist schon, puh, es ist heftig, was momentan so in den Industrien abgeht. Aber du kannst auch wirklich nichts machen, außer abwarten. Ja, da habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen. Ich werde dieses Wochenende nicht streamen. Ich habe dieses Wochenende keine Zeit. Bin überall eingeladen und am Sonntag bin ich auch zum Spanferkelessen eingeladen um 12. Spanferkel, njam, njam. Deswegen. Werde ich am Sonntag auch nicht streamen. Also wird diese Woche auch kein Stream geben. Naja, ich habe dafür mache ich hier das kleine Videoloch. Videoloch. Damit ihr wieder ein bisschen was von mir hört und seht. Ich werde es jetzt auch versuchen, wieder jede Woche mal ein Video rauszuhauen mit den unterschiedlichsten. Moment, irgendwas stimmt da nicht. Du. Also wie ihr seht, ich habe nicht wirklich viel gestickt, also gar nicht. Nach dem Sticken werde ich auch wieder ans Diamond Painting gehen, denke ich.
mir das Stück jetzt auch mal zumachen hier, was ich unten drunter habe. Das ist nämlich auch schon eine Weile offen. Und es wird ja auch nicht besser, wenn es offen ist. Jesus, was ist denn das heute? Ja, furchtbar. Furchtbar. Das sind jetzt die Haare. Ach, was ich euch noch erzählen wollte, ich werde auf der Kreativmesse in Stuttgart sein. Die ist vom 18., glaube ich, bis zum 21. Wann und welchen Tag ich genau da sein werde, werde ich euch sagen. Das muss ich erst schauen, aber ich denke, es wird ein Samstag, eventuell ein Sonntag. Weil sonntags ist dann doch besser durchkommen mit dem Auto. Stuttgart ist immer so Stau. So ein Stauding. Das muss ich jetzt erstmal sehen. Das muss ich auch mit meiner Mom abklären, weil ich gehe mit meiner Mom hin. Weil meine Mom strickt ja gern. Und dann ist es genau das Richtige. Denke ich. Auf jeden Fall will ich euch damit sagen, wer mich gern mal sehen möchte und zufällig in den Tagen auf der Kreativmesse ist. Ich werde wahrscheinlich samstags oder sonntags da sein. In Stuttgart. Genaue Details gibt es dann noch. An welchen Tag? Aber ich glaube, ich favorisiere echt den Sonntag. Weil dann die LKWs nicht so unterwegs sind. Wäre mir das wahrscheinlich fast am liebsten. Kreativmesse in Stuttgart. Die findet tatsächlich statt. Ich habe jetzt vorhin auch noch mal nachgeguckt, ob das wirklich noch so ist. Ist es auch noch? Wenn sich irgendwas ändern sollte, werde ich sagen. Aber der heutige Stand ist, dass ich wahrscheinlich am 21. November auf der Kreativmesse in Stuttgart bin. Ich finde es noch nicht. Bin mal mega gespannt, weil es ist meine erste Kreativmesse. Ich war noch nie auf einer. Deswegen bin ich gespannt, was da so geht. Ja, heute ist mal ein Filmchen von oben. Oh.
Krampf im Finger. Au, au. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr auch auf der Kreativmesse seid. Dann kann man sich ja vielleicht mal treffen und sich vielleicht mal ein bisschen austauschen, wie ihr wollt. Bin echt gespannt, wie das ist. Ich kenne die Dampfermesse in Stuttgart, die ist ja mal mega geil. Wir haben nächstes Jahr auch hingehen, wenn es wieder ist. Dieses Jahr war es ja leider nicht, das haben sie ja abgesagt im Mai. Aber nächstes Jahr werden wir da auf jeden Fall sein. Da bin ich dann mit meinem Mann und meiner Mom. Noch ein paar Kollegen, mal schauen. Wer da noch Bock drauf hat. So, komm. Ja. Do it dat halt. Ich habe gar nicht so viel zu erzählen, weil es ist nicht wirklich was passiert. Dass ich was zu erzählen hätte. Ich bin gerade so gedanklich dabei, das Perlensticken mal so sortieren, aber irgendwie hält mich das auf, weil das Diamond Painting schon so lange offen ist. Jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich jetzt doch das Perlensticken mal einsortiere, den Waschbär, so wie ich das jetzt gerade vorhabe. Aber ich sollte eigentlich das Diamond Painting zumachen. Wie gesagt, es ist schon ein paar Wochen offen. Und teilweise habe ich echt Schiss, dass es nicht mehr wirklich klebt. Aber Perlensticken wird wieder kommen, sobald ich das mal in Angriff nehme. Na komm schon. Jetzt. So, wo sind wir denn dann? Jetzt muss ich nämlich ein bisschen aufpassen. Zwei. Und dann bleiben zwei übrig und dann darf ich nur zwei rüber. Also die zwei rüber, ja. Also dieses, was ich hier jetzt gerade stick, das ist jetzt kein Anfängerding. Mit den Rückstichen und ich glaube, es sind sogar französische Knoten drin. Das würde ich jetzt auch kein Empfänger empfehlen.
Aber wer mag, das kostet, glaube ich, in, wie heißt denn das, in AliExpress, glaube ich, 3 Euro. Und wenn es 3 Euro kostet, ist es unter dem 5,49 Euro. Und 5,49 Euro ist zollfrei. Auch in China, weil das lohnt sich ja jetzt dann gar nicht. Das ist für der Zoll Centbeträge ab 5,49 Euro kontrolliert es der Zoll. Habe ich auch nicht gewusst. Das Problem ist, dass dieser Anhänger, das wird ja ein Anhänger wie der, wie die Giraffe. Wenn ihr weiter hinten guckt in meinen Videos, werdet ihr die Giraffe entdecken. Die ist schon fertig. Und diese Motive kriegt man leider nur in China. Ich habe schon überall anders geguckt. Stickteufelchen und so, aber wir haben solche Anhänger gar nicht. Deswegen. Bestelle ich die in China. Aber der Rest halt nicht mehr. Sobald über 1 Euro ist, über 5,50 Euro, wird es einfach nicht bestellt. Irgendwas stimmt schon wieder nicht. Jetzt passt. Ja. Der V ist fertig. Ich, blöde Kuh, habe natürlich vergessen, ein Foto zu machen, aber das werde ich heute noch nachholen. Denn ich bin heute bei meiner Mom und werden unser letztes Grilling machen. Heute soll noch mal das letzte Mal schönes Wetter sein mit 17 Grad. Draußen grillen, drin essen. So, nur eins hoch. Ja, nur eins hoch. Und dann die letzten zwei da oben, ne? Jo. Da werde ich auf jeden Fall noch ein Foto machen und werde es in meine Gruppe setzen, wie er denn geworden ist. Ich habe schon gehört, dass ich das mit den 3D-Modellen, also Metallmodellen, ein paar von euch angesteckt habe. Also wie gesagt, an dem V bin ich auch nicht lang gesessen. 3 Stunden war ich durch. Irgendwann geht es dir wirklich von der Hand, weil du einfach weißt, was du machen musst, wie du was biegen musst, wie es am besten funktioniert. Das geht mir sehr gut von der Hand. Hoppla. So, der nächste ist erst da oben. Da oben. Da. So, da haben wir da und da muss ich die drei dazwischen machen. Wenn die reinkommen. Jetzt. Was ich jetzt als nächstes im 3D-Modell mache, weiß ich noch nicht. Muss mal gucken. Aber das werdet ihr dann auch sehen. Werde ich weiterhin 3D-Modelle Videos machen? Ich weiß es noch nicht, weil der Anklang ist nicht so groß. Ich habe aber auch ehrlich noch nicht geguckt, wie oft das Video geguckt worden ist.
Aber ihr könnt mir ja nochmal unter diesen Videos schreiben, ob ihr diese 3D-Modell-Videos nochmal oder sehen wollt oder wie ihr wollt. Wie ihr wollt. Mein Näschen läuft. Ich hoffe bloß, dass mein Mann nicht hier angesteckt hat. Der hat nämlich eine Erkältung. Nein, es ist kein Corona, Erkältung. Naja, ich bin mal gespannt, wie es ihm heute geht. In diesem Sinne werde ich jetzt Feierabend machen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag. Ruht euch aus für die neue Woche. Ja, macht's gut. Ciao.